Um Europadach haben sich an der Geischel Bäuermeisterin von den Nopischgemeinden Hopst, Arel aus Stangefurt getroffen, für den Europafandel, den wir in Zone Grenzen der Pudisch auf Holfmaustung ihre Morup zu zeigen. Chers collègues, je vous souhaite la bienvenue ici auprès de l'ancien poste frontière de la Geiche. En particulier, cher Monsieur Magnus, et je crois que je parle aussi au nom de mon collègue Guy Pettinger de Steinfort, je vous remercie d'avoir accepté d'être présent aujourd'hui à cet endroit. À cet endroit, et je dirais surtout en cette période si spéciale que nous vivons. À travers l'Europe, les gouvernements ont pris des mesures qu'ils estiment les meilleures pour protéger leurs citoyens d'un virus au risque réel encore largement inconnu. Dans la foulée des mesures, il s'est rapidement avéré que les frontières qui avaient pratiquement disparu partout en Europe au fil d'un long processus de rapprochement des nations et des pays, que ces frontières ont ressurgi avec une rapidité incroyable. Au Luxembourg, comme vous savez, le 9 mai aujourd'hui est un jour férié officiel. C'est la journée dédiée à l'Europe en référence à la déclaration du 9 mai 1950 Robert Schuman, alors ministre des Affaires étrangères de la République française. Déclaration généralement considérée comme la base de la construction européenne. Chers collègues, la libre circulation en Europe, l'espace Schengen, est un des piliers de la construction européenne. J'espère que les entraves que nous connaissons dans le contexte de la crise sanitaire, si justifiées qu'elles soient, le cas échéant à ce moment, qu'elles disparaissent le plus rapidement possible. J'espère que la crise sanitaire et les peurs qu'elle engendre ne soient pas le signal pour un retour au chacun pour soi, à l'isolement et au nationalisme étroit, comme le souhaite Dokkan. Ce serait justement les citoyens des plus petits pays qui auraient tant à perdre le plus. Voilà, chers collègues, je vous invite dès lors à hisser ensemble ici, à l'ancien poste frontière, le drapeau européen comme symbole de notre adhérence commune à l'idée européenne et à la libre circulation entre nos pays et en particulier entre nos communes. Et on a la chance que chacun puisse rester bien sur, son côté de la frontière pour ne violer aucune législation, mais en pratique, on pourra donc quand même le faire ensemble. Il faut tirer dans la même direction. Leef, wat is er een leef, wat is er? Houd om lengte mee, om Europa daar groen, plutselijk bij mengen. Eng Aktion vier gesehen. Von dem Anfang von der Krise sind als nördliche Länder vor allem Deutschland und Belgien die Grenzen zugemacht. Die Länder, die Schengener Aufkommens unterschrieben haben, was hier steht für eine freie Zirkulation, für eine freie Zirkulation von den Waren an der Population. Ich bewusst die Zumachung von den Grenzen gesehen, hauptsächlich die Mengen Landgrenz als eine große Violation. Und können das auch nicht von ihrer Seite aus verstehen. Dafür stimmen wir heute hier, wir stimmen auch heute hier zusammen mit unserem Meister von Haft und mit unserem Meister von Erl, für zu weisen, dass wir nach wie vor für ein freies Europa stehen. Und dafür sind wir froh, dass wir heute zusammen hier, um ganz kurz in der Geichel den europäischen Handel herumzuziehen, den wir zu unterbrüdig eben aus diesem Prozess auch auf Halfmast tun, für zu weisen, dass wir nach wie vor auch als Gemengenvertreter für ein Europa stehen, ohne Grenzen. Leef Matbezinnen, leef Matbezer, Kolleginnen und Kollegen. Santa Kudis hängt den europäischen Fendel hei am Land auf Halfmast. Das als Protest von den Mengen, weil als nötig Länder von allem Belgien und Deutschland die Grenzen erzählen werden.
dieselben Länder, die Schengener Aufkommens unterschrieben haben, dazu steht, für einen freien Austausch zu führen an Personen innerhalb der Europäischen Union. Zu Stangefurt für im Gemeindehaus wird der Bürgermeister Guy Pettinger in Präsenz vom Schaffener Gemeinderat betont, dass wir als Bürger nicht können mit den Grenzschließungen auferstanden sind. Dafür haben auch heute den Europa-Fandel als Protest abhalten müssen. Wir brauchen einfach ein Europa ohne Grenzen. Als Zeichen dafür gebe ich dann noch ein Lob, mit meinen Kollegen schaffen, den europäischen Fandel herumzuziehen, dass in Präsenz vom Gemeinderat, dem ich ein großes Merci will zu tun, für ihre Präsenz halt, dadurch weiß er, dass er auch mit der Aktion steht. Merci dafür und merci auch sonst für alles. Zu Stangefurt und Park & Ride wird letzte Woche Armee ihren Zentrum abgeriecht, für Masken auf Frontalien zu verteilen. Nur dem Scannen vom Bon de Retrait wird jedweilen 50 Masken pro Bon ausgehandelt. Während 14 Tage gehen zu bestimmten Zeiten den großen Undrang, bleibt aber zu betonen, dass das ganz, ganz gut organisiert war. Hallo Christian, wir stehen ganz kurz hier in dieser speziellen Schulrunde. Das nun 9 Wochen Homeschooling. Wie sind die 9 Wochen Homeschooling für euch verlaufen, für die Schüler? Ja, wir hatten 9 Wochen eine ganz spezielle Situation, wo kein sich darauf kommt, vorbereiten. Wir haben vieles müssen improvisieren, besonders am Anfang, bis wir es fand hatten an den Equipen. Wir haben ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Wenn ich schaue, gucken, an den heutigen Zyklen, Zyklen 3 und 4, mal ganz viel mit neuen Medien, Computer geschafft, über Teams und über andere Tools, für eben Klasse virtuell zusammenzukriegen, Kontakt mit den Eltern zu behalten. Wenn ich die niedrigen Zyklen gucken kann, besonders an den Zyklen 1 und 2,
Also mit mir einfachen Methodengang, ganz einfach über WhatsApp mit Eltern zu kommunizieren, als Fotos hin und her geschickt, Geschichten hin und her geschickt. Oder auch ganz einfach analog, ich weiß von Equipen, die haben immer eine Tour gemacht durch die Gemeinde, sind bei keiner heimgeführt, haben ein Dossier an den Briefkasten gelöst, respektive haben Dossier mitgeholfen zu verbessern. Ohne, dass sie dann direkt Kontakt mit den Kindern oder den Eltern hat, mit einer Distanz, wie die eben gefordert war. Ich weiß auch, dass Leute sich immer die Woche oder ja, einen Schulhof getroffen haben, so eine Art Drive-In gemacht haben, wo Eltern dann auch konnten lernen kommen, an Sachen aufgehen, an neue Sachen mitholen. Die Erfahrung weist, dass man eigentlich unterschiedlich Kontakt stehen mit den Eltern. Mit verschiedenen Familien hat man permanent Kontakt. Bei guten Austausch war bei anderen war es ein bisschen schwierig, für dort die nötigen Kontakte herzustellen. Aber am Laufe der Woche haben wir das gut hingekriegt. Weil wir freuen uns trotzdem alle, wo wir können an die Schule zurückkommen, wie auch immer das noch wert gehen. Man hat vom Minister ein ganzes paar Rekommendationen gekriegt, wie das heute auflaufen für das Rentree. Könnt ihr uns ein bisschen erzählen, was da drin fällt? Ja, wir haben effektiv alle guten Tag zirkulieren, kommunizieren. Mir so gut wie Kollegen aus der Maison Relais. Und das ist ganz schwierig, als für einen Durchblick zu halten. Das Minister setzt einen Kader, den dann die Gemeinde müssen umsetzen. Was schwierig ist, teilweise widersprechen die Konsignen sich, haut das so maß drum ernst. Das ist also ganz schwer, dort zu planen. Wir hatten auch ganz viele Fragen, die noch nicht alle beantwortet sind, wo wir ganz oft nachfragen, wie ist das zu verstehen, wie können wir das umsetzen. Mit der Karte aus Gien, das mit Theorie, guck mal, was in der Praxis dabei rauskommt. Könnt ihr uns ein bisschen erzählen, wie die Mesuren in der Grundschule von der Gemeinde Stangefurt umgesetzt werden? Ja, die ganze Umsetzung hat man der seelischen Versammlung gefallen. Dann haben wir uns durch die zirkulären Konsignen gelesen, das sind für alle mal der Chefrat, hier ist der Gemeinde Stangefurt, die Responsable ist der Maison Relais, der Service Technik war dabei. Membres aus der Regionaldirektion vom Enseignement Fondamental, den Agent Regional von der Maison Relais, der Service Hygiene, der eine große Rolle spielt an der Umsetzung, auch in den Regionen beteiligt. Und wir haben uns dann Dolo Molekata gesagt, wie man das will, den umsetzen. Und dann, um Terra, haben wir Visite gemacht von all unseren Gebäuden. Wir sind durch alle Säulen, durch alle Schulhof gegangen und geguckt, was man könnte umsetzen. Und das also gerade im Gang von unserem Servicetechnik um Platz gesetzt zu gehen. Daneben haben wir Material bestellt, unter anderem kriegen wir als Schüler zwei Buffen, die haben wir vom Ministerium geliefert kriegt, an unsere Servicetechnik aus dem Gang die auszudehnen. Wir haben auch Material bestellt, für eben die Zirkulation in unseren Gebäuden zu signalieren. Und wir wollen das einerseits sicher gestalten für die Kinder und auch für das Personal, aber auch diskret. Wir wollen keine Prison machen. Das muss ihn aber noch können als Schule und als unserer Klasse irgendwie zusammenleben. Christian, es gibt in den Medien ganz viel von A- und B-Gruppen geschwärzt permanent. Was kann ich sich da noch vorstellen, wie das durchläuft? Ja, wir können schon mal nicht mehr hören. Alle Klasse muss sich abgedeelt gehen, das ist ein schwieriges Exercice. Da haben wir verschiedene Kriterien gehen. Unter anderem wird geguckt, was den Kindern nach außerhalb den Schulmäuen da betreut gehen an der Maison Relais. Da gucken wir auch, soweit es möglich ist, die Geschwisterkinder an dieselbe Hulemann zu kriegen. Hulemann heißt, wir haben A-Wochen, A heißt, das sind die obligatorischen Schulstunden, die nur einen neuen Horär angeboten gehen. Wir haben im Prinzip 5 Schulstunden alle Mäuen, von A-Dauer bis 4-4-1. An der B-Woche gibt es fakultativ Etude Surveillé angeboten. Etude Surveillé, das heißt, Kinder können angeschrieben gehen, also sie können hier Aufgaben machen in der Absicht von einem Monseigneur. Aber an der B-Woche ist es fakultativ. Sie können auch Neues weiter daheim schaffen, am Homeschooling, in der Absicht von Eltern oder anderen Leuten, die sich um Kinder können kümmern. Und dafür ist die Organisation so komplex. Und nach wie zu den Nomadischen, ab ein Jahr ist dann auch ein fakultativen Accueil, den angeboten wird. Das möchte ich hier bei der Maison Relais. Auch da ist natürlich eine Anschreibung nötig gewesen. Und Kinder können bis auf 6 Jahre hier enkadriert gehen. Dann nämlich schulisch, mit eben Kreativaufgaben, viel auf Atelier da draußen, das ist auch rekommendiert. Dann hofft man, dass man
die Sache können umsetzen. Böschsucht, die sind auch immer erlaubt. Das ist eben just der normale Sport, den Leute nicht kann stattfinden. Es gibt ja ganze Park Hygienesmesuren, in denen wir alle Gute mittlerweile müssen halten. Das gilt auch für die Kammer bei der Rentrée und den irrwischten Zyklen, also sicherlich mehr Lichte umzusetzen, weil die Kammer das alles besser verstehen. Aber wie ist es bei einem Zykl eins? Effektiv, die Mesure d'Hygiene, die hier angehalten muss, gehen, können am Zykl 1 nicht so umgesetzt werden wie an den großen Zyklen. Wir wollen das hier erreichen, wenn eine Woche keine Schule, dass Kammer nicht können bei den Lehrern auf die Schoß gehen, dass Kammer nicht können in den anderen den Namen holen. Das ist ganz, ganz schwer, auch mit den Spielsachen, wie es hier mit der Hygiene kaum eine Instruktion, das kann er nicht mehr von der Heim aus mitbringen, für zu spielen. Alles, das macht den ganzen Schulbetrieb viel mehr traurig, sich mehr steril, mehr, ja, ganz ungewinnt. Und dass hier solche mit ins Spiel kommen, sowohl von den Eltern wie von den Kindern, das ist normal. Und wir probieren, so normal wie möglich für die Kinder zu gestalten. Verschiedene Regeln müssen angehalten werden, auch von den Klängen. Kommt eine Instruktion, dass das Hygiene keine Maske muss und den, da wird nicht nötig bis 6 Jahre. Die Lehrerin wird auch eine Maske unten am Hygiene. Nur noch Visiere bestellt, vielleicht könnte die Lehrerin auch damit arbeiten. Und das ist eine ungewohnte Situation, weil die Kanz seine Lehrerin so rumfindet, so rumgesagt. Und eigentlich ist es am schwersten, am Hygiene die Rentrée zu präparieren. Wir sind hier am Schulhof, zu Stange vor bei der Primärschule. Wie ihr hier seht, haben wir hier, wie dort vier gab es, so Zonen definiert, wo die Einzelgruppe sich mit ihrem Enseignant treffen, so Point de Rassemblement, wo wir definieren, das ist ungefähr 10 auf 10 Meter. Das ist dann noch der Pausenhof, der neue Pausenhof für die Gruppe, das ist nicht flott. Da sind Ballspieler verboten, alles, was Kontakt, Sportarten, also Fankies und so ist verboten, das geht auch ein bisschen. Traurig nur die nächste Woche, wir machen das Beste raus, wir gucken da kreativ zu den anderen Pausenspielern. Wir sind immer beim Abgang vom Komplementär zu Stängel bei der Primärschule. Wenn wir heute keinen anderen Absee haben, müssen wir die heutigen Tiere an zwei Teilen rechts als für hoch, links als für raus. Und das ist so abgedeelt, dass hier just eine Gruppe reingehen sind, also die Lehrgruppe, die wir hier aushängen. Heute Kollegin hat schon das all präpariert. Wir sehen, dass Tische als ein Nächste stehen. Wir betreuen also in der einen Woche Talschen von der Klasse, die andere Woche kommt die andere Halschen. Der Tisch geht auch hier als Geburts, nur im strikten Geburtsplan. Besonders auch beim Wirsel muss identifiziert gehen. Die Spielsachen gehen identifiziert, mit denen man darf spielen. Das heißt, ein paar die Sachen stehen, die kann man nicht zur Verfügung, wenn die nächste Woche. Auch die Spielsachen muss regelmäßig desinfiziert gehen. Noch am Laufe des Tages wird ein Putzplan in Kraft treten, wo dann die Toilette und der ganze Sanitär regelmäßig geputzt wird, damit man eine größtmögliche Sicherheit können bieten kann. Zum Beispiel die Klänche von den Tieren müssen aufgemacht gehen, die Schalter und all die anderen Sachen, die regelmäßig aufgepackt gehen. Ja, hier sind wir nach dem Schulhof beim Sikelin, bei der Maison Relais zu Stengelfort. Da haben wir ein bisschen ein anderes Aménagement gewählt für die Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren. Hier haben wir so eine Zone mit Gitter definiert, wo dann alle Klassen, respektive alle Gruppen, Zone kriegt, wo man sich trefft mit der Lehrerin, Meyers, von der Schule geht, aber auch für die Pausen zu machen. Wir müssen einen extra Pauseplan aufstellen, dass nicht alle Klassen an Gruppen mit nehmen. An Pause gehen wir eben versät, dass so man wie möglich Vermischung entsteht. Und das zieht sich dann über mehr Pausen, Plagen, über den ganzen Monat. Da muss auch dann alle Gruppen Pausenzeiten anhören, sonst kann man nicht lange nehmen. Mindestgang für die Schüler aus der Gemeinde nur bald 10 Wochen erzwungener Pause zurück an die Schule.
Die Schüler haben sich am Schulhof getroffen, wo präzis angezeichnet war, wo sie um diese Worten ihre dann auf den angezeichneten Weg an ihr Klasse gegangen ist. Es bleibt zu betonen, dass durch die gute Vorbereitung das ganz ohne größere Probleme geklappt hat und es hat die Impression, dass die Schüler eigentlich kein größeres Problem mit der ungewöhnlichen Situation hatten. Zu Stängen vor der Rentrée von der Ecole Fondamentale. Ich muss sagen, dass es den Umständen entsprechend gut aufgelegt was das aber größtenteils die Verdienst, auch die ganze Präparation von all den Intervenanten, die hier wirklich exemplarisch mit viel Eifer und viel Wissen zusammen geschafft haben. Sie hat das heute im Komitee d'Ecole mit ihrem Präsidenten Christian Kohnen. Sie hat das auch als Direktrissin aus der Maison Relais, sie hat aber auch alle Service von der Gemeinde, den Energieservice, sowie den Service Hygiene und selbstverständlich die Verwaltung. Ich muss sagen, die ganze Equipe, wenn ich mich da zu sehen habe, dann bin ich doch fertig. Ich wollte nicht den Transport noch vergessen, weil ich immer noch dabei bin. Das auch nicht einfach, wenn wir mit A und B-Gruppe führen, natürlich auch müssen, zwei Bussen werfen für die eine und die andere Gruppe, alles das. Das wirklich nur ein Tipptopp gekrankt und dafür in all. Ich habe noch eine große Merci für Seite von mir auf meinem Schaffort. Der Schulpräsident Christian Kohnen hat den Schaffort durch die Schulgebäude gefordert und die verschiedenen Klassensäle präsentiert. Ein bisschen ungewöhnt sind die großen Distanzen zwischen den einzelnen Pulten, die wir müssen angehalten gehen. Ich habe sie gezählt. 10 Wochen waren wir nicht an der Schule. Ja, mir haben gesagt, dass die Masken auf der Distanz aber wir können ausdrücken an der Kühe. Ja, das ist etwas so. Das ist ein Herd. Na ja. Mit mir noch alles auch voll. Auch mal gut verkauft. Da bin ich noch irgendwie, aber irgendwie ganz viel Geld. Sie ist geschwollen. Sie ist geschwollen. Traditionell Kirmes zu Klangbatten hat das Jahr während dem Covid-19 müssen aufgesucht gehen.
Ein Kirmeskonzert wurde von den jungen Musikern von der Harmonie Klangbatte gespielt. Thank you.